Die Ursa-Major-Gruppe oder Bärengruppe ist der größte und hellste offene Sternhaufen am Nachthimmel. Sie besteht aus fast allen hellen Sternen des Sternbildes Großer Bär und enthält bis auf Dappe, Alpha Uma und Alkite, Eta Uma, alle Sterne des Großen Wagens sowie weitere Sterne in seiner Umgebung. Die Ausdehnung der Gruppe beträgt etwa 20 Grad, bei einer mittleren Entfernung von etwa 75 Lichtjahren, also etwa 30 Lichtjahre. Ihr hellster Stern ist Aliot, Epsilon Uma, mit einer Helligkeit von 1,77 Mach, die Gesamthelligkeit des Haufens beträgt, je nach Definition, mindestens 0,4 Mach. Der auffällige Sternenzug des Haufens ist als Asterismus seit Jahrtausenden wohl bekannt. Wie andere Sternhaufen, die wegen ihrer Nähe einen großen scheinbaren Durchmesser besitzen, die Hyaden und der Coma Berenices Sternhaufen, MEL 111, wurde er jedoch nicht in die Standardkataloge Messier, NGC oder IC aufgenommen. Erst Per Kollinder nahm ihn 1931 in seinen Katalog offener Sternhaufen unter der Bezeichnung Kollinder 285 auf. Die Ursa-Major-Gruppe ist zudem ein sogenannter Bewegungshaufen, BH. Die Sterne besitzen eine ähnliche Eigenbewegung von etwa 14 km pro Sekunde mit einem Vertex. Zielpunkt beim Sternbildschütze, relativ zur Sonne sind es ca. 29 km pro Sekunde. 2. Über diese parallele Bewegung wurden auch über 150 andere Sterne, die am Himmel weiter entfernt erscheinen, als Teil dieser Gruppe identifiziert. Die hellsten von ihnen sind Sirius, Alpha CMA. Zugehörigkeit fraglich, Mänkeleinen, Beta Aur, Gamma, Alpha CRB, Delta Aquari, Delta AQR, Skat und Beta Serpentis, Beta Ser. Zur Unterscheidung vom Sternbild des Bären nennt man die Gruppe all dieser physikalisch zusammengehörigen Sterne auch Ursa-Major-Strom oder Bärenstrom, und die Ursa-Major-Gruppe bildet das Zentrum dieses Stroms als sein dichtester Teil. Unser Sonnensystem befindet sich im Randbereich des Ursa-Major-Stroms, was man daraus ersieht, dass Sirius und Skat dem großen Wagen am Nachthimmel fast diametral, 130 bis 140 Grad, gegenüberliegen. Es bewegt sich aber in eine andere Richtung und ist daher nicht Teil des Stroms. Das Sonnensystem ist etwa 10-mal älter als der Ursa-Major-Strom, der früher ein offener Sternhaufen war und erst vor etwa 50 Millionen Jahren in Richtung des Sonnensystems gedriftet ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.